Jetzt Mitglied werden für nur 99 Cent und exklusive Vorteile genießen. Thank you very much, brother. Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr hattet heute einen schönen Tag. Mir geht's auf jeden Fall richtig gut. Heute gibt's ein neues, schönes Experiment. Es gab schon lange kein Experiment mehr, ne? Schon lange nicht mehr, Schatz, ja? Ja. Ja, was soll es denn auch sonst anderes sagen als ja? Okay, Freunde, heute werden wir... Was werden wir heute machen? Heute werden wir mal versuchen, echtes Geld zu kopieren. Wie wir das gleich anstellen werden, werde ich euch gleich noch erklären. Aber bevor wir das tun, Freunde, komm, lass mal einen Daumen hoch da für dieses Experiment. Ich kann mir schon vorstellen, was passieren wird. Ups. Ja, kann ja mal passieren, oder? Hat richtig leckeren Döner gegessen. Und ein bisschen Mineralwasser getrunken. Die Kohlensäure, die reinkommt, muss auch irgendwie wieder rauskommen. Ach ja, falls ihr neu auf dem Kanal seid, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos wie dieses hier. Und es gehen noch liebe Grüße raus an die neuen Zerberster Level 2, und zwar an ChaosFlow44 Real, Fabian Wagner und Marco Thiessen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Okay, Freunde, bevor wir gleich mit dem Experiment beginnen, möchte ich euch kurz was erklären. Ich will hier auf gar keinen Fall versuchen, Geld zu kopieren oder sowas, oder Geld zu fälschen oder sowas in die Richtung. Ich will einfach nur herausfinden, was passiert. An dieser Stelle noch ein Warnhinweis. Macht das nicht. Das ist strafbar. Macht es auf gar keinen Fall. Versucht nicht irgendwie Geld zu fälschen und, nein, macht das einfach nicht. Macht einfach gar keinen Sinn, Freunde. Okay? Ich hoffe, die Warnung war deutlich genug. Jetzt kommen. Testen wir das Gerät mal aus und gucken, was passieren wird. Hier ist mein Drucker, Freunde. Ach man, Johnny saß da vorne drauf. Voll viele Katzenhaare da drauf. Wir machen erstmal an. Und der Drucker, der kann natürlich auch scannen oder Sachen ganz einfach kopieren. Kopieren hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Ich habe hier so ein paar Euros vorbereitet, aber nicht nur Euros, sondern ich habe hier so ein paar, ich weiß gar nicht, wie das nennt, das ist aber die Währung aus Indonesien. Ich war im Urlaub, das ist noch übrig geblieben. Schaut euch das mal an, sind einfach 100.000, hier 50.000, 10.000, 5.000. Hört sich viel an, aber ist gar nicht so viel, keine Sorge. Dann habe ich hier auch noch so ein paar Dollar. Fast 50 Dollar, werden wir auch mal versuchen. Und dann habe ich hier nochmal ein paar türkische Lira, müssten das glaube ich sein. Jawohl, ein paar türkische Lira hier. Ja, ich bin wie so eine Bankmann, wie so eine Wechselstube. Falls ihr Geld wechseln wollt, kommt einfach zu mir. Ich wechsle euch das, alles klar, Freunde? Okay, hier, wir probieren als allererstes mal hier das indonesische Geld zu kopieren. Ich drücke auf Kopieren. Hallo? Ich wollte auf Kopieren drücken. Hier, kopieren, jawohl. Kopie eine. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ist natürlich, ich habe keine Farbpatrone drin, nur schwarz-weiß, aber das ist gar nicht so schlimm, weil wir wollen das Geld ja nicht fälschen oder so, sondern einfach nur mal ein Experiment machen. Ich habe damals mal in der Schule gelernt, dass das nicht funktioniert, Geldscheine zu kopieren, weil die haben hier solche Sicherheitsmerkmale, da ist irgendwie was da drin, der Drucker erkennt das und der Drucker soll dann einfach nicht mehr angehen. Der wird dann gesperrt sein. Ich habe ein bisschen Angst, dass das passieren wird, weil ich liebe meinen Drucker, der ist wirklich sehr zuverlässig und ich brauche den auch noch. Wir werden jetzt einfach herausfinden, was passieren wird. Ich bin mal gespannt, aber wir probieren jetzt als allererstes mal hier dieses indonesische Geld zu kopieren und starten jetzt einfach mal das Teil, Kopie eine, Startfarbe. Mal gucken, was dabei jetzt rauskommen wird. Ich bin echt gespannt. Stell dich mal vor, der würde jetzt einfach schon versagen. Aber ich denke mal, das Gerät ist nur so eingestellt, dass es bei Euro nicht funktionieren wird. Ah, der braucht schon ein bisschen lange irgendwie. Aber er fängt an zu drucken, oder? Ja, er druckt. Er druckt, das sieht gut aus. Hey, wieso brauchst du so lange Drucker? Jetzt geht's los. Und, was kommt da raus? Hey, normalerweise braucht er nicht so lange. Und tatsächlich, es hat funktioniert. Ist jetzt natürlich nicht Farbe, weil ich keine Farbe habe, aber darum geht es ja gar nicht. Ne? Wir wollen einfach nur herausfinden, ob es klappen wird. Und tatsächlich, konnte man ganz normal kopieren. Nicht schlecht. Also mit dem indonesischen Geld geht das auf jeden Fall. Ohne Probleme. So, wir machen weiter mit den türkischen Lira. Wir schauen uns nochmal ganz kurz das indonesische Geld hier an. Und wenn man jetzt so guckt, ich weiß nicht, das hat auch, glaube ich, nicht so viele Sicherheitsmerkmale wie jetzt zum Beispiel der Euro. Der Euro hat ja schon wirklich sehr viele Sicherheitsmerkmale. Hier der türkische Lira. Der hat zum Beispiel hier schon so einen Sicherheitsstreifen. Okay. Ist schon mal ein bisschen mehr. Und auf der Rückseite hatte ich hier auch nochmal in der Mitte so einen Streifen, wie man sehen kann. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass der Drucker gleich streichen wird. Ich muss sie erstmal ein bisschen glatt machen. Sonst können wir das gar nicht hier reinstecken. Ich mache einfach so und dann ganz schnell, zack. So,
Ich hoffe, das ist jetzt nicht so geknickt, aber komm, wird schon klappen. Start, ich mache direkt schwarz-weiß, weil Farbe habe ich eh nicht drin. Macht keinen Sinn, braucht er sich nicht zu bemühen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das ein bisschen schneller geht in schwarz-weiß. Nee, doch, schaut es euch an, geht ein bisschen schneller. Haut er sofort raus hier. Das sieht doch gut aus. Oh, der Schein ist ein bisschen geknickt, Freunde. Ich habe den nicht gerade reinbekommen. Aber wir sehen, dass es mit den türkischen Liran auf jeden Fall funktioniert. Ja, funktioniert auch auf jeden Fall ohne Probleme. Finde ich echt krass. Als nächstes machen wir jetzt weiter mit Dollar. Wie sieht es beim Dollar aus mit Sicherheitsmerkmalen? Hier habe ich eine 1-Dollar-Note. Ich weiß gar nicht, ob das die alte ist oder die neue. Ich meine, es gab Neuerscheine oder gab es nur die 100er neu? Echt keine Ahnung. Hier beim 20-Dollar-Schein sieht man hier auf jeden Fall so einen Adler. Dann die 20 ist hier auch am Glitzern. Hier hat man noch so einen Stempel. Ansonsten hat das Teil einen Sicherheitsstreifen. Nee, der 20-Dollar-Schein, der hat keinen Sicherheitsstreifen. Er ist, glaube ich, ab 100 Dollar. Aber ansonsten, das Ding ist ja auch irgendwie so... Dieser Adler ist so, sticht so ein bisschen heraus. Beim 1 Dollar, puh, da gibt es fast gar nichts an Sicherheitsmerkmal, ne? Hey, schau dich das mal an, sieht einfach aus wie so ein Bitcoin. Wie das Bitcoin-Symbol, aber bedeutet auf jeden Fall was ganz anderes. Ja, hier gibt es echt nicht so viele Sicherheitsmerkmale. Komm, kopieren wir mal hier die Rückseite. Die finde ich ganz cool. Legen wir das noch so rum rein am besten. Zumachen und let's go. Bin ich mal gespannt, ob der Drucker das hinkriegen wird. Ja, hört sich ganz gut an. Ja, hört sich richtig gut an. Und er druckt. Schaut euch das mal an. Hat der ganze Mal gedruckt. Ohne Probleme. Wir können einen kleinen Vergleich machen. Das ganze Zeug werde ich auf jeden Fall vernichten. Keine Sorge. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Wir probieren jetzt nochmal die andere Seite zu drucken. So, Start schwarz-weiß. Mal gucken, was er mir gleich ausspucken wird. Oh. Jetzt kopiert er das Ganze und sieht auch gut aus. Passiert auch nichts. Zack. Oh, schaut euch das an, Freunde. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Wie findet ihr so die Verwechslungsgefahr? Zum Glück ist schwarz-weiß. Zum Glück ist das schwarz-weiß. Komm, probieren wir nochmal einen 20-Dollar-Schein. Der hat ja hier schon mal ein paar mehr Sicherheitsmerkmale, wie wir sehen konnten. Und dann werden wir weitermachen mit Euro. Und ich habe wirklich ein bisschen Angst und die Vermutung, dass der Drucker da auf jeden Fall streiken wird. Dass er einfach zumachen wird. Es ist nämlich schon so, ich habe mal irgendwie aus Google einen Schein rausgesucht. Oh, schaut euch das an, ey. Sieht krass aus, ne? Sieht echt wirklich krass aus. Es ist nämlich so, ich habe mir mal bei Google einen Schein rausgesucht, den habe ich einfach so für ein Thumbnail dann genommen, dieses Bild. Und als ich diesen Schein in Photoshop reingeschoben habe, habe ich schon einen Warnhinweis bekommen, dass es verboten ist, Geld zu fälschen und so weiter und so fort. Fand ich auch schon ziemlich krass. Okay, wir haben hier den 5-Euro-Schein. Der hat auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob irgendeine Währung auf der Welt mehr Sicherheitsmerkmale hat als der Euro. Wir haben hier auf jeden Fall einen Streifen, dann haben wir diese 5, die so glitzert, dann hier hinten diese 5 ist auch so ein bisschen, scheint auch so ein bisschen, dann haben wir hier nochmal so einen Sicherheitsstreifen, echt krass. Und ansonsten, das war's schon fast beim 5 Euro, ne? Irgendwo gibt's noch so eine Nummer, die ist ein bisschen hervorgehoben, aber ich glaube bei 5 Euro ist das noch nicht der Fall. Okay, wir machen erstmal hier die Rückseite, legen den so hin und ich bin mal gespannt, was passieren wird. Ich bin ein bisschen aufgeregt, wenn ich ehrlich bin, aber komm, wir probieren es einfach mal aus. Mal schauen, was der zu sagen hat hier. Ah. Oh, es klappt. Es klappt. Krass. Er hat es einfach ausgedruckt. Schaut euch das an. Okay, alles klar. Jetzt sehen wir die Rückseite mit Sicherheitsstreifen und so. Ah, ich glaube, da könnte es schon vorbei sein, wenn ich ehrlich bin. Los, legen wir los. Mal schauen, was er jetzt machen wird. Oh, jetzt wird gescannt. Und er druckt ganz normal aus. Tatsächlich, er druckt einfach ganz normal aus. Krasse Sache, schaut euch an, Freunde. Das ist das Ergebnis. Einfach ausgedruckt. Okay, jetzt würde ich mal sagen, nehmen wir einen anderen Schein. Druck. Okay, da kam gerade ein Warnhinweis, aber das war was anderes.
Wir nehmen jetzt mal einen 50-Euro-Schein. Komm, nehmen wir mal einen 50-Euro-Schein. Der hat auf jeden Fall hier auch so einen schönen Sicherheitsstreifen. Auf der anderen Seite hat er hier auch diesen Streifen. Dann hier noch dieses Fenster. Ja, okay, legen wir hin. Mal schauen, was passieren wird jetzt hier. Zack, let's go. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der streiken wird. Ja, er scannt und er druckt. Krass, ey. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das jetzt nicht erwartet. Hier, schaut es euch an. Wurde gedruckt. Alles klar. Probieren wir nochmal die Rückseite. So. Weiter geht's. Und danach, wenn das jetzt gut gehen wird, werden wir auf jeden Fall den 500-Euro-Schein nehmen und den mal versuchen zu kopieren. Ja, auch ohne Probleme. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich sag's euch, Freunde. Also meine Lehrerin, die hat mir erzählt, dass das nicht funktionieren wird. Kann ich mich noch ganz genau erinnern. Wir nehmen jetzt den 500-Euro-Schein. Der hat hier auch auf jeden Fall so ein Sicherheitsmerkmal. Ansonsten... Ey, der hat gar nicht diesen Streifen. Der hat echt gar nicht diesen Streifen, oder? Boah, keine Ahnung. Ich sehe das auf jeden Fall nicht. Den legen wir jetzt mal so hin. Erstmal so rum. Und dann let's go. Mal schauen, ob das jetzt klappen wird. Irgendwie muss der das doch mal merken dann. Oh oh. Jetzt hat er schon ein paar komische Geräusche gemacht. Aber er druckt. Er druckt wie verrückt. Krass, ey. Er druckt auf jeden Fall wie verrückt. Ja. Ich glaub's ja gar nicht. Nichts passiert. Machen wir jetzt nochmal die andere Seite. Selbes Spielchen. Und ich bin gespannt, was passieren wird. Ich glaube, wenn man einen teuren Drucker hat, wird er das hundertprozentig erkennen. Das hier ist jetzt ein günstiger Drucker. Da sieht das alles ziemlich gut aus und er hat es einfach gedruckt. Ich glaub's ja gar nicht. Was soll das denn? Normalerweise müsste der doch dann irgendwie kaputt gehen oder eine Sperre oder so. Das liegt. Ich habe auch im Internet ein bisschen gelesen. Das steht da wirklich. So, das zerreißt jetzt natürlich alles. Werde ich alles vernichten. Ansonsten, ich kann mir noch ganz gut vorstellen, dass es daran lag, dass ich nicht in Farbe kopiert habe. Vielleicht werden wir das Ganze nochmal in Farbe ausprobieren. Dafür müsste ich mir auf jeden Fall nochmal Farbe bestellen. Wenn ihr das sehen wollt, Freunde, 10.000 Daumen hoch, dann werde ich das mal ausprobieren. Ansonsten, das war's mit dem Experiment. Es ist einfach nichts passiert. Ich konnte ganz normal kopieren. Ich kann es gar nicht glauben, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, so ist das, Freunde. Alles klar. Das war's, Freunde. Ich hab euch lieb, euer Johnny. Peace.